Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind zurück mit Österreich-Ungarn in Victoria 3. Also eigentlich sind wir nicht in Österreich-Ungarn, wir sind jetzt Deutschland. Wir haben Deutschland auf die freundliche Art und Weise gegründet. Ja, und wir sind kurz vor einem Krieg mit Russland, was ich nicht gut finde, um das doofe Krakau. Ich habe mir gedacht, ich könnte einfach nachgeben und Krakau annektieren lassen, aber das geht nicht. Durch das Krakau irgendwie Teil von mir ist, kann ich nur die Seiten wechseln. Das heißt, ich könnte für das aufrührerische Krakau weiterspielen, was dann zu meinem sofortigen Tod führen würde. Es ist absolut irre und doof. Ich würde ganz gerne einfach sagen, ja, ihr könnt es haben. Ich mag mit Russland einen Krieg führen. Nicht dafür. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich Seiten wechsle, könnte ich das nächste Mal, wenn Finnland genau das gleiche macht, auf der Seite der revolutionären Finnen einsteigen. Aber wenn ich jetzt Krieg mit Russland führe, um diesen Flecken Land, der genau gar kein Geld bringt im Endeffekt, dann, es ist so elend. Egal. Wir werden Krakau einfach schnell erobern und dann kapitulieren wir gegenüber Russland. So machen wir das. So, Anhalt werden wir auch erobern. Alles gut. Ich habe in der Zwischenzeit noch Belgien einen Vorschlag auf einen Defensivpakt gemacht, habe dafür seine Obligation verwendet. Und wenn wir Anhalt erobern, was wir tun werden, dann haben wir quasi ganz Deutschland unserer Kontrolle. Das Einzige, was uns fehlt, sind Hamburg, Bremen und diese paar sächsischen und hessischen Stadtstaaten, Braunschweig. Uns in Wirklichkeit wurscht. Wenn sie Teil von Deutschland werden wollen, sollen sie Teil von Deutschland. Ich wüsste nicht einmal, wie ich sie zu Teilen von Deutschland machen soll. Es gibt hier bei Nation Formation nichts mehr. Ich habe nicht den blassesten eines Schimmels. Auch bei Diplomacy habe ich nicht herausgefunden, wie ich diese Staaten einfach integrieren kann. Wir haben sicherlich einen Anspruch auf diese Länder, aber gut. Mir ist das egal. Sollen wir doch verrotten, wenn sie unbedingt wollen. Schon gesagt, wir werden hauptsächlich verteidigen gegen Russland und werden einfach Krakau so schnell als möglich einnehmen. Leider haben die Russen natürlich Leute hergeschickt, ist eh klar, weil es wäre sonst ja zu einfach. Oh, sehr gut. Und der Oman ist auch gleich mal revolutionär. Hurra! Blöder Revolutionär. Echt nur dieses Teil hier. Ach. Ja, was soll ich sagen? Kann man auch nichts machen. Das werden wir auch noch irgendwie besiegen. Warte mal, wir haben hier ja noch die 20.000 Mann. Mobilisieren. Und
Oh, können wir gar nicht drüber schicken. Na gut. Oh, wir shippen Nagling. Dann hätte ich die erst mobilisieren sollen, in dem Moment, wo es aus war. Na gut, soll es sein. Dann machte ich in der Zwischenzeit nützlich. Dann machte ich ein wenig nützlich. Die Katze war drinnen. So. Ah, in der Zwischenzeit verteidige, verteidige. Okay, zu Arms. Let's kill some Krakauien Typen. Echt? Nur zwei Leute? Na gut, aber die sollten reichen. Und die reichen. Und die Russen abzu. Ah, die Russen sind so schwach. Schauen wir mal. Oh, da sind wir aber auch nicht sonderlich stark. In Neuguinea ist Gummi entdeckt worden. Und in Rio Grande gibt's Öl. Finde ich auch okay. So, na come on. Wäre dann wohl da. Oh, ein weiterer. So, Anhalt sollte ja wohl nicht das Problem werden, weil da ist keiner dabei. Oder? Ja. Kommt, wir werden ja die beschäftigen, die wir besiegen können. Hopefully. Wir haben Mann hier. Warte mal. 41.000 Mann hier. Kannst du noch was oder bist du einfach nur da? Du bist einfach nur da. Aber Anhalt, revolutionäre Anhalt sollte jetzt nicht besitzen. Was von Bedeutung ist. Ah ja. Das schon. Wir haben aber eine schlechte Offensive. Truppen hingeschickt, die in Deutschland waren. Die haben alle einen Malus derzeit noch. Trotzdem sollte das reichen. Um Anhalt zu erobern. Naja, auch hier reicht das. Ja, was ich noch zwischen den Folgen gemacht habe, ist Folgendes. Wie ihr seht, habe ich alle Staaten incorporated. Wir haben genügend
Strategie. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das kostet urviel Geld, solange sie nicht integriert sind. Jetzt vernichten wir noch ein bisschen russisches Gebiet, indem wir auf das Ding draufschießen. Finde ich gut. Oh! Hannover! Yes! Du kannst Oilrigs bauen. Ich weiß, was du tun wirst jetzt. 25 Oilrigs. Fulle Wäsch. Volles Programm. Das Beste, was geht. Wir brauchen. Oh, Striking. Stirring Radicalism. Radical liberal currents in parts of Germany are causing local revolutionary activity. It could happen anywhere. Im Banat oder in Österreich. Im Banat. It could happen anywhere. In Braunschweig oder in Österreich. Natürlich. Wenn ich irgendwann mal Österreich nehme, kommt dann das Ding nicht mehr oder kommt es trotzdem? Wir haben 32 Millionen Radikale. Bist du deppert? Wir haben 8 Millionen verloren. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ups. Du machst bitte eine Anmerkung hier mit etwas von Bus. Eine Political Movement. Endet welche denn? Abolished. Arc Welding unlocked. Okay, das macht unsere Shipyards besser. Und wir können die Construction. Okay. Wir werden jetzt was Militärisches machen. Einfach. Damit wir Chemical Warfare, Concrete Fortresses, Fortresses, einfach über das können. So, dann machen wir unsere Shipyards besser. Dafür brauchen wir Strom. Na, dafür haben wir. Wir können es nicht überall machen. Machen wir es mal nur bei den Kleinen. Angriff genau hier.
Hey, wir haben 4000 Russen schon gekillt. Verteidigung hier. Anhalt haben wir auch gleich erledigt. So, wie schaut es aus? Da sind wir noch nicht angelandet, aber bald, oder? Was sagt unsere Navy? Sie sagt 17 Tage. Wir haben ein ziemliches Minus jetzt. Wir sollten langsam aus dem Minus rauskommen. Ah, Appointed Bureaucrats. Ausgezeichnet. Das ist. Misri setzt es dir an. Servus. Und noch ein Bürgerkrieg. Aber Misri ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das ist der Norden von Ägypten. Zwar kein schlechtes Gebiet, aber auch kein lebensnotwendiges Gebiet, sagen wir es mal so. Concrete unlocked. Okay, wir können größere Docks bauen. So haben wir jetzt plötzlich Minus an Bürokratie. Wie ist das jetzt plötzlich passiert? Ich verstehe nicht. Oh, wir haben jetzt wieder einen Haufen Einfluss. Ah, wir sind nicht mehr famous. Heißt, wir werden da. So, wir werden auf jeden Fall in dieser Runde noch den Krieg mit Russland fertig machen. Kapitulation. Perfekt. So, dann schauen wir mal. Wenn ich kapitulieren gehe, dann passiert gar nichts, oder? Es gibt kein War Goal mehr auf der Seite. Passt. Keine. Einfach und simpel. So, kriegen wir drauf. Passt. Der Krieg ist auch gleich aus. So. Session ist Manifesto. Manifesto laying out the argument for Misri independence has started to spread in Germany. Start a propaganda campaign to counter these arguments. To 5% of Misery wants Germany become more loyalist. In the manifesto. Refuting secessionist manifesto. Suppressionist manifesto. Paid no mind. Okay, warte mal. Das macht weniger stark und kostet mehr Authority. Offensichtlich ist das aber.
Was ist das? Dieser Status könnte allerdings insgesamt vielleicht besser sein. Machen wir das, versuchen wir es mal. Schauen wir mal, was passiert. Ich würde mal sagen, es passiert gar nichts, weil wir schon zu viele Sezessionisten haben. Ja, 49%. Müssten wir eigentlich auch alles besetzt haben mittlerweile. Ja. Das heißt, unsere Armee machen zurzeit nicht so viel, oder? Ah, nein, doch nicht. Da haben wir noch nicht alles besetzt. Schau dir was an. Ja. Vorhin waren es genau 66. Bin da ärgerlich, dass es jetzt auf 6667 geht. Obwohl, nein, wir haben sowieso schon zu wenig Einkommen. Na, wir können nicht mehr aufgeben mit den Steuern. Wir warten jetzt mal, bis wir die zwei Kriege gewonnen haben. Wir gewinnen die Kriege, bevor die Sezession schlagend wird, weil so elend. So, was ist das eigentlich? Sambas. Ah, irgendwo war die Obligation jetzt. Kann es sein, dass die Schweiz uns eine Obligation schuldet? Sehr gut. Stop Bankrolling. Machen sie nicht? Okay. Dann machen wir zuerst mal. Customs. Und ein Defensive Pack.
Was ist das? Das ist wieder Kapiri, oder? Das kennen wir schon. Ja, mal wenn wir nicht eingreifen. Perfekt. Anhalt hat kapituliert. Irgendwie nett. Wie viele? Ja, betrifft beide. Ja, ich hoffe, das geht noch raus. Könnt ihr jetzt polieren? Multinational Alliance. Okay. Gut. Arr. Geht sich das aus? Ich frage mich gerade, ob das bei 98% oder so stehen bleibt oder 99% stehen bleibt. Also im doppelten Wert. Cultural Turmoil. Echt jetzt? Erneut? Okay. Ich muss was geben. Ich würde ganz gern meine Truppen demobilisieren, ihr Idioten. The Mafia owing us an obligation could be used to pressure them to include the landowners in their government. We just need to push in the right direction. If they accept, landowners becomes part of the government. If they accept German relations, we should stay out of the internal affairs. Man wusste eigentlich, ob die da drinnen sind oder nicht. Also. Natürlich nicht, aber. Soll ich erst wieder einen. Ach Gott. Ich kann die Sezession auch gleich starten. Egal. Ja, zu spät. Alles tut mir leid. Ich werde Krakau befreien. Nach ihnen. Das ist so unfassbar. Die haben nicht einmal irgendwelche Truppen. So, warte mal. Du hier. Greif's an. Ich hoffe einfach, dass dann niemand mehr vor Ort bleibt. So, schauen wir mal. Ach, können wir die demobilisieren? Was ist das? Ah, das ist die Mietzweil. Okay.
So, du gehst daher. Kap, du gehst daher. Ludendorff. Kannst du eigentlich irgendwas? Ja, kannst du. Du gehst daher. Horatius. Mountain Combat. Ist auch daher. Angriff. Hötzendorf, ich glaube, ich das zu gut. So, und Thomas vom Bus. Du hast keine Truppen. Du kannst also. Okay. Blödes Mystery Uprising. So, wollen wir uns da auch einschalten jetzt? Wo es eh schon ist, wenn wir eh schon zwei andere Konflikte haben. Foster Traditional Values. Während da. Oh, konservative Agenda. Die Kapitalismus. Constitutional Principality. Was ist eine Principality? Wir unterstützen. So, okay. Können wir den Typen schicken?